So, wir haben jetzt hier ein Gerät aufgebaut, das wäre jetzt ganz wichtig für den nächsten Künstler, glaube ich auch schon, ne? Weil der nächste Künstler hat zu mir gesagt, ich muss ganz explizit darauf hinweisen, dass alles, was jetzt hier passiert, live passiert. Also hier sind zwar viele Taster und Schalten und tralala, aber nichts wird irgendwie zugespielt, sondern das ist alles live. Also das solltet ihr einfach von vornherein wissen, dass jetzt alles, was hier passiert, live ist. Ich bin sehr gespannt. Er war angeblich schon mal da vor 5 Jahren, aber ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wer letzten Monat da war. Und es ist immer so schön, wenn dann die Künstler kommen, Backstage, und die kommen so zu mir. Und ich so, was denn? Ich wäre mal wieder da. Ja. Keine Ahnung. Also er hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber jeder kriegt seine zweite Chance. Start Nummer 4, Riesenapplaus für Matthias Häfele! Scheißdreck, hätte ich. Jetzt habe ich so lange geübt für heute Abend und das geht schief. Tut mir leid. Aber es fiel mir schon mal ganz gut an. So. Das Problem ist ja, wir haben nur 15 Minuten und das muss mir irgendwie die Lieder ein bisschen kürzen, dass das hinhaut von der Zeit her. Also wie das der Moderator schon angesagt hat, es ist alles live und es kann auch viel passieren, viel Fehler kann man machen. Ich habe hier so ein Gerät hier unten. Mal ganz kurz zu demonstrieren, wenn ich drauf darf, dann nimmst du das auf, was ich gerade mache, also was ich gerade sage. Wenn ich nochmal drauf drücke, dann nimmst du das nochmal auf. Und dann wird es immer mehr und immer mehr. Und dann klingt schon, als ob ich das nochmal zulabern würde, obwohl ich eigentlich ein ziemlich schüchterner junger Mann bin. So sieht die Sache aus. So. Und. Also alles 100% live und beim nächsten Lied werdet ihr auch noch was hören, Schlagzeug selbst, das kommt nicht von der Drummaschine, sondern da passiert nichts anderes. Ich versuche eigentlich das Publikum anzuspucken, aber dummerweise ist das Mikrofon im Weg. Und es klingt dann wie ein Schlagzeug. Ja? Das Ganze nennt sich rhythmisches Spucken. Und ich habe das ganz lang geübt. Manche kennen es auch unter dem Namen Beatbox, aber die, die es noch nicht so gut kennen, da kommt immer noch eine Ladung mit raus. Deshalb hier nur aus der Reihe ein bisschen aufpassen bei mir.
bei deinen Scheinwerfern sieht man manchmal manche Partikel schon bis in die 9. Reihe hinten fliegen. Gut, ich will euch ganz kurz demonstrieren, um mit Spucken ein Schlagzeug zu imitieren, muss man drei Sachen können. Einmal die Bassdrum, das ist das große Schlagzeug, da spuckt man einfach herzhaft ein P ins Mikrofon, dann klingt es eventuell wie ein Bassdrum. Könnte man durchgehen lassen, oder? Wenn die Snare-Drum kommt, die klingt ein bisschen höher und ist so der Gegenspieler zur Bassdrum. Da ist ohne so Feder mit dran, um die zu simulieren, sagt man einfach ein starkes P rein und ihm schmeißt noch eine Ladung mit, dann in Form eines Fs, dann klingt es wie eine Snare-Drum. Das klingt dann so, ihr dürft ruhig mitmachen, also ihr könnt mich auch anspucken. So, jetzt, bis jetzt sind wir so weit. Und jetzt kommt das Einfachste, die Hi-Hat. Ganz einfach, einfach rein. Zusammen klingt es dann. Ganz easy. Oh, nein. Noch nicht klatschen, bitte noch nicht. Ich habe jetzt extra für heute, weil so viele Leute extra gekommen sind, nicht nur wegen mir, aber auch wegen anderen, habe ich ein Schlagzeug-Solo vorbereitet für euch. Ich habe lange geübt und möchte es euch jetzt ein bisschen demonstrieren, okay? Dann anfange ich es, oder? Dankeschön. So, jetzt gucken wir mal. Also, ich will ja nur ein Lied spielen. Das nächste probiere ich jetzt wirklich ganz hinzukriegen. Ich habe mir gedacht, wenn man jetzt schon mit akustischer Gitarre und Stimme alles nachahmen kann, dann kann ich einen Schritt weitermachen und versuche nicht nur handgemachte Musik zu covern, sondern elektronische Musik. Elektronische Musik, habe mir dann einen kommerziellen Hit rausgesucht und bin auf ein Lied gestoßen, wo ich ein großer Fan auch früher war, und zwar von Fatboy Slim. Sagt es jemand was? Ein paar. Und zwar der Funk Soul Brother, check it out now. Ja, ich lehne mich mal ein bisschen weit aus dem Fenster, kann nur schief gehen. Ah, Stimme muss ich auch noch, scheiße. Ich muss mich auch noch stimmen. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. So brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. About now, about now, about now. Bimmy, papa, bimmy, papa, bimmy, papi. Right about now. So brother, check it out now. So brother, right about now. So brother, check it out now. So brother, down and down. Right about now.
about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right. Now, you the hell. Dankeschön. So, wenigstens hat ein Lied klappt. Schon mal ganz gut. Mein Kreislauf ist jetzt oben, jetzt bin ich eingespielt. Darf ich noch ein Lied spielen? Ganz wichtig, jetzt hätte ich fast vergessen, meinen Werbeblock. Ich bin kein großer Werbefachmann. Ich vergesse immer das Wichtigste zu sagen. Also manchmal wünschte ich mir wirklich, ich könnte Werbung machen, wie im Fernsehen, weiß ich, ob ihr das kennt. Die haben da so eine versteckte Werbung. Es kann sein, ihr guckt einen Film. Und dann seht ihr im Millisekundenbereich irgendwelche Bilder von irgendwelchen Artikeln und nehmt es bewusst gar nicht wahr, aber unbewusst tatsächlich. Und dann geht man am nächsten Tag in den Laden und kauft sich, was man gar nicht braucht. CD kaufen. Ja. Leider habe ich nicht die technischen Hilfsmittel. Dankeschön. Kurzum. Ja. Wem es gefällt, mich kann man buchen, mehr brauche ich nicht sagen. Draußen steht mein Wohnmobil, wer noch was will, kann klopfen. Nee, das war ein Scherz, Entschuldigung. Gut, also jetzt zu meinem letzten Lied. Danke fürs Zuhören. Hier muss ich auch eine kleine Ansage dazu machen, ganz wichtig, dann macht es vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Und mir auch. Mir hat man letztes Jahr die Weisheitsszene rausgezogen und ich habe wirklich lange davor gedrückt. Und ich habe dann mit dem Zahnarzt gesprochen und habe gefragt, ob man das nicht irgendwie mit einer Narkose machen kann, weil ich einfach zu viel Angst vor den Schmerzen habe. Und dann hat er gesagt, ja, kostet 700 Euro. War ich leider zu geizig dafür und habe gefragt, ob es sich irgendwie so ein Mittelmaß gibt, so eine Halbnarkose. Er sagt, ja, tatsächlich, für 40 Euro gibt es eine Halbnarkose. Und habe gesagt, die nehme ich. Ich kann es nur empfehlen, es war wirklich richtig gut. Ich bin morgens um 9 Uhr hingegangen, wir haben eine Spritze in den Arsch gegeben und dann war die Sache, ich habe nichts gemacht, bin mittags um 2 Uhr heimgekommen und der Zahn war draußen, oder die Zähne waren dann zwei. Und als ich dann am nächsten Tag wieder zur Nachuntersuchung gegangen bin, haben mir alle schon die Zahnarzthelferinnen so komisch angelacht. Da habe ich gedacht, irgendwas ist faul. Und als dann der Zahnarzt noch zu mir gekommen ist, der hat auch so komisch gelacht, dann habe ich gefragt, was ist denn, habe ich irgendwie komische Frisur, oder? Und dann hat mich aber dann gleich aufgeklärt, er hat gesagt, ich habe während meiner Halbnarkose, man ist ja dann doch noch ein bisschen da, aber ich habe es nicht mitgekriegt, aber ich habe gesungen, während man mir die Weisheitsszene rausgezogen hat. Und er hat das Lied gekannt, und ich kenne das Lied auch, und zwar von AC/DC Thunderstruck. So, bei dem Lied kann es sein, brauche ich 3 Anläufe. Nach 3 Anläufen hau ich ab. Oh, Gottes Willen. Ich glaube, ich spiele es doch wieder. Ja, okay. Wow.
And I knew there was no turning back. My race, and I thought, what could I do? Thunder. And I knew there was no help, no help from you. Thunder. Sound of the drum. Deep in my hand, the thunder jumps. Tear me apart. Das ist mir zu viel gesagt. Das hat Piffo, oder? Habt ihr das auch gehört? Ja. Das lasse ich halt lieber. Heute ist immer da. Klammer's. So, aber trotzdem, danke fürs Zuhören. Alter, so gehst du mir nicht von der Bühne, ohne wenigstens einen Song richtig zu spielen. Darf ich Ballade spielen? Nee, ohne der scheiß Loopstation, das muss ich bald mal aufhören hier. Es ist wirklich so, also Loopstation ist eine tolle Sache, man kann viel mit sich selber spielen. Ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn man zu viel mit sich selber spielt. Dann wird ein bisschen komisch. Ich werde immer wieder gefragt, wieso spielst du eigentlich immer eigene Lieder, deutsche Lieder, du bist deutsch oder schwäbische Lieder. Das ist ja meine Mundart, man hört es ein bisschen. Und ich habe es dann echt mal versucht, ich wollte einfach eine sehr tiefsinnige Musik schreiben mit anspruchsvoller Gitarrenmusik und habe mir gedacht, um das Ziel zu erreichen, muss ich mich in ein Zimmer einschließen und warte, bis die göttliche Inspiration durch ist. Das habe ich auch gemacht. Habe mich eingeschlossen und habe gewartet. Und habe nur mehr gewartet und noch länger. Und nach 4 Jahren habe ich gedacht, es funktioniert, diese scheiß esoterischer Scheiß. Geht nicht. Und dann wollte ich ja rausgehen aus dem Zimmer, total verwildert. Und da hat es mir gepackt und das Lied kam einfach so aus mir raus. Ich bin gleich raus und habe das Lied meiner engsten Freundin vorgespielt. Habe gesagt, guck, ich von oben ein Lied. Wie gefällt es euch? Und 3 habe ich gefragt und alle 3 haben die gleiche Meinung. Jetzt spiele ich es euch noch vor und guck mal, was ihr dazu sagt. Just a poor boy, though my story's seldom told. I've squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such as a promise. All lies and chance, do the man heal what he wants to hear and disregards the rest. Fällt's ja hit, oder? When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet dark the railway station, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people goes, looking for the places only they would know. La 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 la. Then I'm laying down my winter clothes and wishing I was home, going home, where the New York City winter are bleeding me. Leading me, going home. In the clearing stands
boxer, and the fight to buy is trained, and he carries the reminders of every clue that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his shame. I'm leaving, but the fighters still remain. La 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 la. Dankeschön. Riesenapplaus nochmal für Matthias Häfele!